wir können nichts tun. Das ist eigentlich das Schlimmste. Es ist nichts zu machen. Also jedes Mal, wenn sie den Tumor, wie gesagt, vollständig entfernen, ist der Arm kaputt. Das ist einfach so. Was wir jetzt hoffen, ist, dass der Tumor nicht streut. Das wäre das Schlimmste natürlich. Ja, und was weiterhin passiert, bin ich alle 4 bis 6 Wochen im Unklaren. Ich habe keine Ahnung. Wir haben beide hin und wieder die Momente, dass wir nicht mehr können. Aber unsere Beziehung ist so gut, dass wir es schaffen, gegenseitig dann Freiraum zu geben. Der größte Druck, der hier auf uns lastet, ist das nicht fertige Haus, weil die Belastung, die bei Sarah und mir entsteht, dadurch, dass nichts fertig ist, ist immens. Hallo. Guten Tag. Ich bin der John. Ja, das sehe ich. Als ich den John gesehen habe und das Team gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, dass wir eine positive Entscheidung kriegen und dass es was wert. Und ja, die innere Freude, das Kribbeln ist immer noch im Bauch und ich bin aufgeregt und freue mich auf alles, was kommt. Hi. Norman. Hi, hallo, John. Wer ist denn noch alles da? Wir sind alle da. Hallo, ich bin der John. Hi. Ich schlage vor, wir tun uns mal alle zusammen. Ihr werdet für 8 Tage in ein Hotel gehen. Okay. Dort könnt ihr ausspannen. Oh ja. Wir waren ja noch nie im Urlaub, die ganze Familie. Wir waren ja noch nicht einmal weg. Das ist so für unsere Familie das erste Mal. Ich kann mich wirklich mit den Kindern beschäftigen, auch rund um die Uhr und Zeit mit Sarah verbringen, mehr Zeit mit Sarah verbringen, freue ich mich megamäßig drauf. Und das ist noch nicht alles. Wir werden diese Zeit nutzen, um euer Haus umzubauen. Ja, gerne. Ja. Wir haben hier große Probleme mit dem Feuchtigkeitsdurchschlag, weil da die Isolierung noch nicht fertig ist. Und deswegen war es bisher sinnlos, den Raum zu machen. Die Heizung ist sehr alt, die ist von 83 und rußt auch noch, wie man hier an der Decke sehen kann. Die momentane Situation im Eingangsbereich geht gar nicht. Also es ist alles andere als einladend, der Raum. Er ist nicht gestaltbar, dann ist dieser Riesenofen drin völlig veraltet. Ja, hier ist unser Bad. Auch hier haben wir die Probleme mit Feuchtigkeitsdurchschlag, auch weil wir hier in diesem klitzekleinen Bad mit 5 Menschen zurande kommen müssen. Wir haben keine Badewanne und die Jungs baden hier in der Duschwanne, teilweise mit 3 Kindern baden sie hier in der Duschwanne, sind glücklich dabei, aber trauen wir natürlich eine Badewanne, ne? Für die Kinder. Ja. Was haben wir denn hier nebenan? Da ist das WC. Das ist noch, wie es früher war, separiert. Hier ist auch ganz schmal. Ja, ganz schmal und gar nichts. Da hatten wir natürlich auch den Plan, die Wand ins Bad dann irgendwann mal durchzubrechen. Es ist so ein schmaler Raum in dem winzigen Bad. Und wenn wir das zusammenfassen, dann hat man gleich räumliche Atmosphäre. Und das wollen wir natürlich erreichen mit unseren Möglichkeiten. Ich sehe, da ist noch einiges im Argen. Oh, was haben wir hier? Ja. Sobald wir Besuch haben, schieben wir immer eine Kiste ran und dann muss halt einer auf der Kiste sitzen. Die Küche ist relativ zusammengewürfelt, die Unterschränke so aneinandergereiht, es passt nicht ganz so. Got this little fantasy where we just never stop. I got one design and that's to find.
Auch hier aus Platzgründen steht unser Kleiderschrank. Ja, sehr ungünstig, weil da halt auch ein Glas ist. Der sollte eigentlich rausfliegen, aber wir wissen irgendwie nicht so wirklich hin, wo mit unseren Klamotten. Wenn ich mir jetzt wirklich wünschen dürfte, so, dann würde ich das schon ganz schön finden, wenn die irgendwann mal, klar, jeder ein Zimmer für sich hätten, weil sie werden halt auch größer. Das wäre natürlich das Tollste so. Das Kinderzimmer ist momentan nicht optimal gelöst. Zum einen steht der Kleiderschrank der Eltern noch drin und zum anderen sind die beiden jetzt noch zusammen in einem Raum. Das mag funktionieren, nur auf lange Sicht macht es natürlich Sinn, jedem seinen eigenen Bereich zu gehen. Und wenn ich hier sitze und arbeite und also nur ein Buch auf und zu klappe, dann wird einer der Jungs wach. Also eigentlich schon, wenn ich die Treppe hochgehe, dann hören die mich schon. Arbeiten kann ich hier oben eigentlich nicht. Beim Arbeiten gibt es dann doch auch Geräusche, wie zum Beispiel beim Ausdrucken, sodass die Kinder aufwachen könnten. Ein Kinderzimmer an der Stelle wäre vermutlich günstiger. Jetzt habe ich einen schönen Eindruck bekommen von den Gegebenheiten hier eures Hauses, von euren Wünschen, Vorstellungen, Fantasien. Ich werde mich im Anschluss mit meinem Team zusammensetzen. Und wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, bin ich nicht alleine. Das gesamte Team dabei und dann geht es hier richtig zur Sache. Also denn, euch eine gute Zeit. Ja, bis bald. Vielen Dank. Und okay. Hallo, wer hat euch denn zusammengetrieben? Wie sieht das denn aus? Oi. Baulich haben wir zunächst einmal die Tür, die wollen wir versetzen. Ich habe das schon mal skizziert. Ja, um 70 cm wandert die circa. Warum machen wir das? Wir machen das deswegen, weil wir hier an dieser Seite entlang komplett eine Küchenzeile ziehen wollen. Auf der anderen Seite wird hier nochmal ein Arbeitsbereich sein. Also auch hier werden nochmal Küchenmöbel stehen. Na, Theke, aber reine Arbeitstheke. Der Essbereich wird dann hier sein. Hier bei euch. Da, wo ich bin. Ja, da, wo ihr seid, Essen. Seid ihr auch Essen. Ja. Diese Wand fliegt und wir werden dann ein größtes Bad schaffen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Genau. Los. Ihr seht, es ist ein winziges Bad, total verlottert, die Fugen sind also äußerst hinfällig. Größtes Problem ist sicherlich die Dichtigkeit. Es ist sehr versiegelt. Dadurch haben wir Schimmelbildung. Der Raum kann nicht mehr atmen. Wie man sieht, hier ist mit Latex oder mit Lackfarbe gearbeitet worden. Hier hat sich die Feuchtigkeit niedergeschlagen, der Schimmel gebildet. Das muss erstmal alles runter, ja, damit die Wand wieder atmungsaktiv ist, die Decke atmen kann und sich dieser Schimmel jetzt gar nicht mehr bildet. Wenn es hier keine weiteren Fragen mehr zu gibt, ich zähle bis drei. Drei, dann geht's hoch, wir sammeln die anderen auf und machen oben weiter. Wen habe ich denn jetzt getreten? Peter, Entschuldigung. Hier im Obergeschoss war das Zimmer der beiden Buben. Wir wollen die vereinzeln. Das bedarf natürlich der baulichen Veränderungen. Wir wollen kleine Nischen schaffen, mit Höhenspielen, Podest einbauen und somit natürlich attraktive Räumlichkeiten schaffen. Die größte bauliche Veränderung wird allerdings hier sein. Wir werden den Zugang ins Zimmer versetzen und zwar die Tür wandert von dort nach hier, genau, wie John das anzeigt. Und dadurch gewinnen wir Raum für den nebenanliegenden Raum. Der ist nämlich ungleich kleiner und den vergrößern wir dadurch. Das wird nämlich dann das Kinderzimmer von Ben werden. Das würde bedeuten, diese Wand, ja, das liegt raus. Hier ist das Büro von Sarah gewesen und sie bekommt im unteren Bereich einen Arbeitsplatz integriert in diese Wohn-Ess-Situation. Dadurch wird hier oben Platz geschaffen für Ben. Und was wir eben durchgesprochen haben, ist eben diese Wand, die fliegt raus. Da müssen wir richtig Platz gewinnen. Das ist der Otto. Danke. Die sollen nicht nur gleich große Zimmer bekommen, die sollen auch beide ein Podest bekommen. Und das wird hier in dieser Nische sein. Da werden hier die Schränke aufgestellt, Kinderbett, Wickelkommode hat der Kleine noch, beziehungsweise hatte bis dato keine, aber er wird noch gewickelt, deswegen bekommt er eine. Ja, und dann gibt es natürlich wunderschöne Malerarbeiten, die ich mit den Malern ganz gerne im Detail alleine durchgehen würde. Oh.
Ne? Gibt es noch Fragen? Natürlich nicht. Und dann schlage ich vor, dass jetzt losgeht. Die auf. Zeit läuft. Also los. Jetzt geht's los. Auf, bin ich super zufrieden, dass er zeitig da ist. So kann ich schnell loslegen jetzt, weil wir müssen schaffen. Und ohne Essen, wie gesagt, geht er hier ja nicht. Wo man natürlich sehr drauf achten muss, ist bei sowas, bei Abbrucharbeiten generell, Leitung, Kabel und Rohre, natürlich wie das alte bestehende System, was natürlich wegkommt. Darauf zu achten ist natürlich, dass kein Wasser mehr fließt, der Wasserdruck weg ist und natürlich das Wichtigste, kein Strom mehr drauf ist. Wie hier, alte Herdanschlussdose muss tot sein, sonst ist es zu gefährlich. So, das war's, auf zur nächsten Arbeit. Es ging noch leichter als gedacht. Aufräumen, mach doch Thomas dann, hä? Thomas? Ich stehe bereit, Sven. Enormer Zeitvorteil dadurch, dass wir den Radliner haben. Ich stelle oben die Schaufel neben das Fenster, die Jungs schmeißen ihren Schutt rein und ja, in 2 Minuten habe ich das dann im Container im Grunde. Es geht zwar ein bisschen was daneben, aber es ist ein bisschen zu vernachlässigen. Ansonsten hätten wir alles mit Eimern hoch und runter tragen müssen. Das ist meine Kapuze. So, schöne Kacke. Pippi, kleines Ding da. Das hast du mal noch mal. Ja, geh her. Wo kriegst du mal das richtige Regenmantel? Das ist natürlich das A und O für die ganze Baustelle. Alles, was wir im Innenausbau machen, machen wir ja im Trockenbau. Und daher brauchen wir die auch immer sehr, sehr zeitig. Kommt also nicht von ungefähr, dass sie am ersten Tag schon da sind, weil wir am ersten Tag nicht nur abreißen, sondern auch tatsächlich schon anfangen aufzubauen. So grob geschätzt, wenn man wirklich alles einzeln zählen würde, sind es bestimmt irgendwo so zwischen 70 und 80, 90.000 Einzelteilen. Also wir haben alles dabei, sei es jetzt hier für Gas-Wasser-Installation, für Elektro. Es gibt alles. Es ist wie ein rollender Baumarkt. Wolfgang! Wolfgang! Ja! Komm mal schnell! Was ist los? Wir brauchen mal hier einen Alarm. Citygrüßen, Hornissen oder irgendwas haben wir gerade angepickert hier in der SM. Ach nö. Am besten bringst du einen Flammenwerfer mit oder irgendwas. Und eine Schutzeinheit, ABC-Ausrüstung. Auf jeden Fall erst mal alles mitbringen. Okay, ich komm mal rauf. Wolfgang, hier, wo ist es? Oh ja, in Zichstedt. Riesendinger. Was haben die sich denn für einen Platz ausgesucht? Das ist ein alter Rauchabzug. Vor allen Dingen, du siehst ja gar nicht, wie groß das eigentlich ist. Vielleicht ist das ja nur der Ausläufer, der da in dieses Rohr reingeht.
Und die wohnen eigentlich in dem... Bauen die noch, hä? In dem Schornstein. Gefährlich, gefährlich. Also ist auch ein neuer Baustoff. Wir können hier mal gar nichts weitermachen, ja. Gucken, dass er vielleicht nicht gerade gestochen werde von ihm. Oder willst du das wegmachen? Na, mit einem Flammenwerfer, Gas, ein kleiner Essen ein. Das passiert doch nicht, oder? Sven, du bist so ein brutaler Typ. Vor allem, das spritzt dann so raus, wenn die rauskommen. Wir können hier oben nichts weitermachen, weil es einfach A, zu gefährlich ist für die Leute, die hier arbeiten, und B, vielleicht auch zu gefährlich ist für die Hornissen. Deswegen muss ich jetzt erstmal die Feuerwehr rufen und die müssen uns helfen, das ganze Nest da zu beseitigen, und dann kann es erst weitergehen.